Guten Morgen! Dieses praktische Einsing-Video ist richtig für dich, falls du es am Morgen schaust, deine Stimme noch nicht so ganz wach ist und du sie gerne etwas aufwecken und aufwärmen möchtest. Ich selber habe mich auch noch nicht aufgewärmt, dies nur als kleine Vorwarnung, falls es irgendwann mal noch kratzt oder noch ein Morgenfrosch, wie ich das nenne, auf der Stimme sitzt. Als erstes kannst du dich mal ein bisschen strecken und recken und einfach auch physisch all das machen, was dir gerade gut tut. Wenn du magst, kannst du das Video auch kurz pausieren und 5 Minuten ein paar Lockerungs- und Dehnungsübungen machen. Das Video richtet sich von der Tonlage hier übrigens an die Frauenstimme. Falls du aber ein Mann bist, für den diese Lage auch gerade passt, kannst du es selbstverständlich auch machen. Oder du kannst einfach die Übungen nehmen als Inspiration und sie in die für dich am besten geeignete Tonlage transponieren. Was ich immer sehr gerne mag als erstes am Morgen ist Summen, die Klinge MNNG, weil das die Stimme so schön wach macht und auch von allfälligem Schleim befreit. Das heißt, du kannst zuerst Freestyle einfach so ein paar M's machen, das machst als würdest du an was Leckeres zu essen denken. Das ist auch unsere Lautstärke und unser Gesichtsausdruck für. Lecker. Bleiben wir beim Summen, aber wir gehen zum sogenannten Nörgelsummen. Das ist nicht so ein liebliches in der Kopfstimme, sondern eher so ein muss das sein. Mach mal extra muss das sein. Ganz wichtig, drück nicht, stoß nicht, sondern sehen Sie es genervt. Ja, auch mit wenig Druck, dass du da so Nörgeln machst. Muss das sein. Stimme. Muss das sein. Dann wechseln wir zum Text. Nonnen nennen nie einen Namen. Also wie Nonnen verraten dir nie einen Namen. Fokus geht wirklich auf die N's und M's, viel weniger auf die Vokale. Muss auch nicht zu laut sein, dass du machst. Nonnen nennen nie einen Namen. Fokus wirklich auf Stimmsitz. Nonnen nennen nie einen Namen. Weil alles auf dem gleichen Ton ist, pass auf, dass du nicht staust. Lass es fließen. Nonnen nennen ihnen Namen. Nonnen nennen ihnen Namen. Es muss gar nicht laut sein. Nonnen nennen ihnen Namen.
quasi in die Kopfstimme, verbinden ein N mit einem U. Nu, dass du ganz leicht in der Kopfstimme machst. Nu, 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 nu. Fast so wie ein Schlaflied. Nu, 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 nu. Vorstellen, du singst ein Schlaflied. Und jetzt, wenn es höher wird, kannst du in der Höhe intern ein bisschen öffnen, wenn das mein Mundinneres ist. Schlaflied-Modus und wechseln die Silbe zu M-O, mo, 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 mo. Du machst immer noch Schlaflied-Gefühl. Mo, 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 mo. Bleiben in der Kopfstimme, weil gerade am Morgen tut das immer gut, wenn man ein bisschen länger in der Kopfstimme bleibt, ein bisschen sanft. Auf You are so beautiful. Ha? In der Kopfstimme. Sorry, ich wollte hier machen. You are so beautiful. Ganz zärtlich vom Gefühl. You are so beautiful. Jetzt höher wird, gerne auch mit einer Bewegung, dass ein bisschen mehr Körperspannung dazu kommt. Kopfstimme, wie gesagt, am Morgen mag ich das ein bisschen länger, meine Kopfstimme aufzuwärmen. Dreiklang mit Oktave, nochmals auf you, denk dir wieder das englische Wort du, you, das du machst. You. Und wenn es nach oben geht, darfst du gefühlt ein bisschen öffnen, also dass du vom Mund innen you. Gerne noch diese Bewegung mitmachen.
Körperspannung dazu. Du darfst auch aufstehen, einen Schritt machen. Das Wort du, you. Deine Kopfstimme warm ist, machen wir den Übergang von der Kopfstimme in die Bruststimme. Wir nehmen nochmal die Silbe U, dass du in der Kopfstimme beginnst. You are so beautiful, machen wir dann in der Bruststimme. So beautiful, da bist du in der Sprechstimme, Bruststimme gelandet. Kopfstimme beginnen. You are so beautiful. You are so beautiful. Und noch einen. Dann machen wir eine Twang-Übung in der Bruststimme, auch noch mit einem Klinger, dass du sagst, I love you, but you don't love me. I love you, but you don't love me. Wie du so ein bisschen mit diesem leicht genervten Gefühl für die Spannung, dass du machst, I love you, but you don't love me. Und das sollte jetzt keine Luft auf dem Ton haben. Also was nicht gemeint ist, dass du nicht machst, I love you, but I love you, but you don't love me. I love you, but you don't love me. What a shame. I love you, but you don't love me. I love you, but you don't love me. And then let's... I love you, but you don't love me. Und wir machen nochmals eine Übergangsübung für Brust-Kopf-Stimme. Diesmal beginnen wir unten in der Bruststimme auf das Wort sing. Und das ist wie eine Aufforderung, wenn du zu jemandem sagst, hey, sing, ja? Dass du beginnen in der Bruststimme. Sagst sing, 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 sing. Und oben bist du in der Kopfstimme. Sing, 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 sing. Denk dir immer diese Aufforderung. Sing, 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 meine Liebe. Sing, 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 sing. Sing, 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 sing. Lockeren Kiefer, weil es gibt ja nicht wenige Leute, die nachts mit den Zähnen knirschen, dass du da schön locker bist. Bei den Kieferlockerungsübungen geht es nie um schöne Töne, nie um genaue, saubere Töne, sondern um einfach wirklich bewusst loszulassen, auch wenn der Ton vielleicht ein bisschen luftig oder ein bisschen unsauber ist von der Intonation her. Dann gerne darfst du auch deine Hände zur Hilfe nehmen, dass du machst so, dass sicher einen Daumen Platz hat zwischen deinen Zahnreihen. Wa, wa, wa. Wa, wa,
hinausstreichen. Wa, wa, wa. Oder in den Spiegel schauen, dass du das sicher nicht festmachst. Die nächste Übung nenne ich 50-50-Übung. Und zwar brauchen wir einerseits diesen lockeren Kiefer, aber andererseits auch den Stimmsitz hier. Bei dieser Übung übertreiben wir zuerst, deshalb heißt sie auch 50-50-Übung, in die unteren 50%, das sind so mehr unsere unteren Räume, die Bässe. Dann übertreiben wir in die oberen 50% und dann suchen wir so die goldene Mitte, da wo es eigentlich sein müsste. Der Text heißt Smile my sunshine smile. Smile my sunshine smile. Wir übertreiben zuerst in die unteren Räume, da klingt es dann ein bisschen wie Nikolaus, dass du machst. Smile, my sunshine, smile. Wir haben jetzt so einen lockeren Kiefer, aber viel zu viel von dem unteren Raum. Hä? Jetzt übertreiben wir mal in die oberen Räume. Das ist ein bisschen Mickey-mausig, ist auch übertrieben, dass du machst. Smile, my sunshine, smile. Und dann nehmen wir quasi den Schüttelbecher und nehmen diese beiden Sachen zusammen. Das fühlt sich so ein bisschen so an. Smile, my sunshine, smile. Oben haben wir eine gewisse Spannung, aber unten ist es locker. Wir übertreiben nach unten, Nikolaus. Smile, my sunshine, smile. Wir übertreiben nach oben. Smile, my sunshine, smile. Wir kombinieren diese beiden Sachen. Smile, my sunshine, smile. Und dann haben wir auch den ausgeglichensten Klang. Wir übertreiben nach unten. Smile, my sunshine, smile. Wir übertreiben nach oben. Smile, my sunshine, smile. 50-50. Smile, my sunshine, smile. Das kannst du übrigens auch mit irgendeiner Phrase machen. Mir kommt jetzt gerade eine Phrase in den Sinn von For You I Will, dass ich zuerst mache. When you're feeling lost in the night. Übertreibe nach unten, dann übertreibe nach oben. When you're feeling lost in the night. Und dann beides kombinieren. When you're feeling lost in the night. Damit du eben sowohl die Bässe wie auch die Mittenhöhen, sowohl die unteren wie auch die oberen Räume drin hast. Dann machen wir noch eine Übung, die heißt We are the world. We are the world. Fokus auf die Vokale, also auf are, world und nicht we are the world. Nicht auf die R's gehen. Ne? We are the world. Sobald du wechseln musst, möchtest in die Kopfstimme, kannst du das machen, musst noch nicht belten am Morgen früh. We are the world. We are the world. Wenn du magst, kannst du wechseln. We are the world. We are the world. We are the world. Du bist ein bisschen lauwarm. Falls du noch nicht warm genug bist, kannst du selbstverständlich die Übungen noch einmal machen oder sogar ein zweites anderes einsingen, anhängen. Und dann wünsche ich dir einen guten Start in den neuen, frischen Tag und hoffe, dass es ein guter Tag wird für dich. Und du würdest mir einen guten Tag bereiten, wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht gemacht hast. Du darfst mir auch sehr gerne einen Kommentar schreiben, wenn dir das Video geholfen hat oder gefallen hat. Und dann sehen wir uns doch einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.